Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum weiteren Trinktest auf dem Kanal. Es geht weiter mit einem Eistee. Ja, wir haben uns schon länger kein Eistee mehr angeschaut, ja, und heute geht es weiter mit einer Sorte, die ist schon ein bisschen länger wieder draußen, aber ist dieses Jahr neu rausgekommen, nämlich von Rauch Eistee, heute mit Raspberry Marshmallow. Die haben drei Sorten rausgebracht, die schauen wir uns jetzt natürlich heute und morgen an. Und ja, Raspberry Marshmallow, also Himbeere Marshmallow Geschmack, klingt schon mal sehr fancy. Klingt sehr interessant, ich habe die schon mit meiner Freundin probiert, ich will nicht zu viel spoilern. Ja, die Aufmachung bietet etwas mehr, als finde ich der Geschmack letztendlich enthält, aber trotzdem ist es nicht schlecht. Designtechnisch schön, auch ein bisschen funky, wir haben so einen lilanen, orangen Farbmischton mit so Streifen. Hier oben haben wir Himbeeren, Eiswürfel, ja, und haben wir Marshmallows, und so Marshmallow Stripes, okay. Also nicht so klassische Marshmallows, ist eine Special Edition. Mal gucken, ich weiß gar nicht, ob es die jetzt noch gibt oder so. Auf jeden Fall, was ein bisschen Besonderes von Rauch. Die wollen damit so natürlich ein bisschen mehr den Markt erobern für so fancy Getränke, die ja auch immer mehr Beliebtheit erlangen. So, Scan Me Rauch Eistee Special Edition, 330 ml mit drin, kosten unter 1 Euro, was ich ziemlich cool finde. Ne? Für so heutzutage Dosen ist das schon mal nicht schlecht. Ja, so viel zum Rauch Eistee. Raspberry Marshmallow Taste. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr den kennt, würde mich natürlich interessieren. Und ja, wir kommen direkt zu den Nährwertangaben hier, 100 Milliliter. Wir haben einen Energiewert von 134 Kilojoule, beziehungsweise 32 Kilokalorien, Fett unter 0,5 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren unter 0,1 Gramm, Kohlenhydrate 7,7 Gramm, davon Zucker 7,6 Gramm. Ja, direkt durchgefallen, ist ja klar, wie bei den meisten Eistees. Eiweiß unter 0,5 Gramm, Salz 0,09 Gramm. Alles passt soweit, außer natürlich der Zuckerwert. Wer hätte es gedacht? Deshalb kommen wir direkt zu den Zutaten. Wir haben einen Eistee aus Schwarztee und Hagebutte mit Himbeer-Marshmallow-Geschmack. Himbeer-Marshmallow-Geschmack in einem Getränk. Leute, es ist schon cool. Ich mag selber so fancy Sachen. Einfach mal zum Probieren. Ich denke, dafür ist es auch gemacht. Du läufst im Laden vorbei, so typisches Influencer-Marketing. Du läufst im Laden vorbei und denkst dir, oh cool, muss ich mal probieren. Stell dir vor, irgendwie 20 Millionen aller Deutschen holen sich dann so einen Eistee. Und ja, da haben die schon auf jeden Fall guten Umsatz gemacht. Also so ist nicht, gutes Marketing. Aber wir kommen jetzt eben zu den Zutaten. Wir haben als Hauptzutat einen Aufguss aus Schwarztee und Hagebutte, bestehend aus Wasser, Schwarztee und Hagebutten. Ist schon mal nice, kann man nichts sagen. Dann haben wir Zucker direkt. Das zerstört eigentlich das ganze Produkt. Also wir wissen es, Zucker, vor allem schlecht, bringt den Blutzucker hoch, es wird verbunden mit vielen Krankheiten, erhöhtes Risiko für Diabetes, für Insulinresistenz, was ja irgendwo dann auf Diabetes hinausläuft. Dann haben wir 1% Himbeersaft aus Himbeersaftkonzentrat, ist nice. Ja, gehen halt auch sehr viele Nährstoffe flöten bei dem Prozess, aber wenigstens 1% ist gar nichts, aber ist trotzdem nice, das ist besser, als wenn es nicht drin wäre. So, sagen wir so. Dann haben wir Säuerungsmittel Zitronensäure. Ja, ist halt einfach viel zu viel heutzutage überall drin. Greift auch die Zähne etc. an. Säureregulator haben wir Natriumcitrate. Soweit auch in Ordnung, aber wenn ihr eh schon zu viel Natrium, zum Beispiel in Form von Natriumsalz, zu euch nehmt, ist nicht so gut. Und ein künstliches Aroma. Ja, auch schade. Künstliche Aroma bin ich auch kein Fan von. Also wir merken schon, es geht in eine nicht so super Richtung. Wir haben 6 Gramm Zucker. Kriegt von mir eine Gesundheitsnote, eine 4-. Also ist auf jeden Fall Luft nach oben, einiges. Aber es geht ja bei so einem Getränk vor allem um den Geschmack. Deshalb habe ich hier unser Gläschen. Und wir schauen mal, wie das Ganze mundet. So, kurz mal drehen hier. Also ich weiß schon, wie sie schmecken. Aber ich muss sagen, ich habe es gerade auch nicht mehr in Erinnerung. Ich habe sie nur schon mal getrunken. So. Und Getränk Nummer Uno. Interessant. Also es schmeckt aufs Wohl erstmal. Interessant. Es geht in den Mund rein und du hast was sehr Süßes, Künstliches. Geht in eine Himbeerrichtung. Marshmallow, ich, keine Ahnung. Der Marshmallow-Touch fehlt mir ein bisschen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr es auch so empfindet. Es schmeckt wie so ein künstlicher Himbeergeschmack, gemischt mit noch was anderem sehr süßen. Könnte das der Marshmallow-Geschmack sein, aber ich finde, der lässt sich nicht so eins zu eins identifizieren. Aber insgesamt, es schmeckt gut. Es schmeckt gut. Es ist kein Getränk, was man die ganze Zeit trinken kann, auf keinen Fall. Dafür ist es viel zu süß auf seine eigene Art und Weise, aber es schmeckt auf jeden Fall gut. Deshalb gibt es zu mir als Geschmacksnote eine 2+. Es ist schon solide für mal trinken, aber mehr auch nicht. Und vor allem natürlich
für alle, die eh schon irgendwie viel Diabetiker in der Familie haben oder da einfach erblich bisschen genetisch dazu veranlagt sind, sollten eh zu solchen Getränken nicht greifen und viele alle anderen eigentlich auch nicht. Also Leute, das war's mit dem Rauch, Eistee, Raspberry, Marshmallow. Mal zum Probieren, ist es in Ordnung, Rauch? Ich will euch nicht den Umsatz nehmen, kleiner Scherz. Aber jetzt so im Alltag würde ich das eher vermeiden zu trinken. So Leute, wir sehen uns morgen Mittag wieder beim nächsten Rauch, Eistee. Ich wünsche euch was, immer schön, bleiben, immer schön gesund bleiben und bis morgen Mittag. Ciao, ciao.